Guten Morgen und herzlich willkommen zur neuen Folge von Minecraft. Der Mike ist auch mit am Start. Hallo. Und ja, ich bin immer noch auf der Suche nach dem Loch, wo ich wieder in mein Höhlensystem reinkomme. Ich befürchte aber, ich werde es nie wiederfinden. Ja, du lachst, ich finde das nicht so geil. An dem Höhlensystem ist mein Netherportal. Na, ich werde jetzt hier auf der Insel einen neuen Start gründen. Na, hier sind auch so Tiefseegräben. Hier drüben schwimmt ein Zombie. Okay. Ist irgendwo ein einzelnes Loch. Und ich meine, ja, es muss hier eigentlich irgendwo sein. Irgendwo hier muss es sein. Ist es das da vielleicht? Ja! Woo! Ich werde direkt in mein Netherportal gespült. So muss es sein. Blub, 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 blub. Blub. Und zurück in den Nether. Gott sei Dank, ich habe gerade echt schon gedacht, ich finde das nicht mehr. Au! Hast du es wiedergefunden? Ich habe es wiedergefunden, ja, und habe auch direkt erstmal Schaden bekommen. Da ist wieder ein garstiger Gast, der auf mich schießt. Aber ich schieß zurück, garstiger Gast. Piu piu. Aber ich stehe. So, oh, 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 shit, ich bin in Feuer reingelaufen, das tut nicht gut. Hör auf zu brennen, Yogi. Er ist schon wieder ein Gast, what the fuck? Au! Au, 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 au. Geh gleich wieder zurück in mein Wasser. So. Erstmal wieder das Netherportal abbauen. We need to go deeper. Okay, sind ein bisschen viele von denen. Das fuckt gerade gut ab. Und tot! Oh, fuck. Damn. Nice, dude. Nice. 2943 Punkte hatte ich. Weißt du die Koordinaten? Das war ja auf meinem Weg. Wollen wir gerade schlafen? Ja. Ich muss mich nur runterbauen, aber das... Ja, okay, ich kann nicht schlafen, weil Monster in der Nähe sind. Ich muss rennen. Und tschüss. Alter, ist hier viel gemonstere. Hilfe. Überall Monster auf meinem Weg zum Nether. Na, da hat mich gerade der Gast astrein von meinem Weg runtergeschossen. Hat er gut getroffen. Muss ich ihm lassen. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich nicht gedacht. Aber gut, wir rennen jetzt einfach wieder hin, sammeln alles wieder ein. Abgesehen von den Leveln dürfte ja nichts fehlen. Ich nehme nicht an, dass er auf den Boden geschossen hat. Wir waren ja Gott sei Dank über Boden und nicht über Lava. Weil über Lava wäre das Ganze echt kritisch gewesen. Aber so. Gibt es Schlimmeres. Lauf! Ihr seid nicht aggro, oder? Ne, ihr seid nicht aggro. Gott sei Dank. Das könnte sonst jetzt echt fatal werden, wenn der auch noch aggro wäre. Der Pigman. Der kleine Pigman. Oh yeah, der Pigman. He becomes a big man. Run. Ja, ist ein bisschen Weg, den wir jetzt hinter uns lassen müssen. Wie gesagt, hier muss unbedingt ein Schienensystem rein. Und dann setzen wir uns einfach nur rein und fahren irgendwo hin. Ich höre schon wieder so einen Drecksgast. Ganz ehrlich, Gast. Sehe ich schon, bis ich da ankomme, habe ich kein Essen mehr. Na gut, da dürfte ja Essen von uns liegen. Das können wir schnell snacken. Aber jetzt kann ich schon nicht mal mehr rennen. Aber gut, wir sind gleich da.
Auf freier Wildbahn. Was ist halt, wenn man das Risiko eingeht und sagt, man baut sich da einfach rüber, statt, ja. Keine Ahnung, was zu tun. So, komme ich jetzt hier irgendwie runter? Ja, hier sieht es auch einigermaßen gut aus. Ja, hier kommen wir noch runter. Ohne uns großartig weh zu tun. Das ist doch eine gute Sache. Hallo, Schweinepigments. Da ist all mein Zeug. Ach, 3 Meter weiter und ich wäre in Lava gefallen. Ne? Also das ist Glück im Unglück, würde ich mal sagen. So, jetzt snacken wir erstmal was und ziehen die Rüstung vorher noch an. So, was essen. Nur 7 Level habe ich noch von meinen 27 oder 28. Toll. Das freut. So, und dann gehen wir wieder hoch. Machen weiter. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Nicht von so einem kleinen Gast. Niemals! Yogi died again. So. So. Können wir erstmal auch wieder hier alles ordentlich hinsortieren. Ne, ihr müsst mich nicht so von der Seite angrunzen. Das muss nicht sein. Grunzt mich das Pigman an. Der Pigman, das Pigman. So. Gut, erstmal das Portal mitnehmen. Das ist wichtig. Und plupp. Obsidian. Jo. Gut, noch 4 Stück haben wir, glaube ich, oder 5, die wir abbauen müssen. Ist er gerade verschwunden? Nee. Doch. Da ist er. Gerade schon gedacht, mein Obsidian wäre weggeploppt. Na, ja, dich möchte ich auch haben. Braves Obsidian, mitkommen. Jo, abbauen. Schön alles abbauen. Mike, bist du noch da? Ja. Okay. Warte mal, so ruhig. Da frage ich mal nach. Ob der Bub noch anwesend ist. Mal kurz mal so ein bisschen was hier an Netherrack abbauen. Dass wir uns weiterbauen können. Ich weiß, Safety First, ne? Netherrack. Sicherer geht's ja gar nicht. Gerade mit diesem Gast. Gastigen Gast so unterwegs hier. Oh mein Gott. Ja, 2,5 Stacks. Damit sollten wir eigentlich bis auf die andere Seite kommen. Und wenn nicht, ja, dann sterben wir. So, jetzt wieder hier penetrant auf Shift drücken. Lava, Lava, ich fühle mich so sicher. Ich höre wieder so einen Drecksgast. Die sind ja normal echt nicht gefährlich. Aber wenn man dumm genug ist, dann sowas zu machen, ist das... Wir schauen uns jetzt auch nicht um. Ich will gar nicht wissen, wo der Gast ist. Muss nur schnell genug rüberkommen, dann kann der Gast mir vollkommen egal sein. Es sieht gut aus, Freunde. Es sieht gut aus. Gut, man soll nicht den Tag vor dem Abend loben, aber... Ich glaube, ja, jetzt sind wir in Sicherheit. Jetzt kann er uns wegsprengen, wie er will. Also, nicht wie er will, aber... Da kommt er auch schon angeflogen, ja? Ich sehe dich jetzt, Gast. Gut, wir buddeln uns natürlich wieder voran. Oh, hier kommt das gleiche nochmal. Kein Gast zu sehen. Dann können wir weitergehen. Das reimt sich sogar. Jo. Schön die Reihen alle weghauen. Ja, wir bleiben kontinuierlich hier auf unserem Weg. Davon lassen wir uns auch nicht abbringen.
So. Der Pigman will helfen beim Bauen, finde ich gut. Sehr vorbildlich. Da müssen wir uns dann gar keine Sorgen machen, falls wir mal Unterstützung beim Bauen brauchen. Pigman & Co. GmbH und Co. KG sind am Start. Die kennen sich auch aus, das ist immer von Vorteil. Immer jemanden hat, der hier als Einheimischer einen unterstützt. Dann würde ich ja fast sagen, probieren wir hier mal das nächste Portal. Mal gucken, wo wir rauskommen. Hoffentlich nicht wieder unter Wasser oder so. Wobei ich das sehr interessant finde, dass wir manchmal einfach über Wasser rauskommen und manchmal... Oh, oh, okay. Und manchmal da wollen wir noch rüber. Und manchmal unter Wasser, weil ich so gedacht hätte, der Wasserspiegel ist ja eigentlich auf der gleichen Höhe. Oder sollte er zumindest sein von den Meeren. Und ich immer dachte, gut, wenn wir hier im Nether irgendwo uns reinbuddeln, dann gehen wir in der echten Welt auf der gleichen Höhe wieder raus auch. Und andersrum. So. Und zwei, drei. Oh, jetzt müssen wir hier drüben auch mal kurz, ne? So, pop, pop, pop. Jetzt kommen wir gleich im Paradies raus oder so. Jupp. Und da oben noch kurz was aufmachen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Und das Feuerzeug zücken. Und let's go. Ach ja. Das sollte gerade etwas laggen. Sorry dafür. Ein kleiner Lag muss sein. Komm schon. Wieso springst du schon wieder durch Portale? Yep, ich bin gerade wieder in einem Portal drin. In einem Portal. Portal, Portal, Fatal, Ball. Komm schon, Landschaft wird geladen. Das schaffst du, Server. Du schaffst es. Nope, er hat es nicht geschafft. Fuck. Ah, probieren wir es mal. Ah, doch, ja. er ist direkt wieder da. Ich muss nicht mal neu starten. Ja. Okay, hier, schöner Karibikstrand. Da ist auch ein Schaf, aber es ist, ja, auch nicht das, was ich will eigentlich, wa? Ich glaube. Wie weit sind wir denn hier gekommen? Minus 5300. Und wieder zurück. Sollen wir das noch weitermachen oder soll ich es zu Hause irgendwo suchen? Ich weiß es halt nicht. Ich glaube, wir suchen zu Hause lieber irgendwo. Unsere Hacke ist ja auch gleich im Arsch. Bevor ich jetzt 5000 Mal ein neues Portal aufstelle und jedes Mal denke, oh ja, Scheiße. Schon wieder irgendwo beschissen gelandet. Ey, ist ja so. Ja. Und gut, die Diamanthacke, die ja, ist ja auch schon wieder durch. Weil ohne Hacke. Kann ich das mal zeigen bei, mit den Schildern. Mit den Schildern? Dass man die auf die Blöcke drauflegt. Ich weiß, wie das aussieht. So. So. Schön, alles Obsidian wieder mitnehmen. Und dann rennen wir lustig durch die Gegend. So, 10 Stück. Wir haben nur 8 einstecken. Das ist jetzt blöd. 9. Zehn. Okay. Dann können wir auch wieder heimwärts gehen. Ja, kannst du das? Ja. Aber erstmal einen kleinen Trank reinhauen. Juhu! Speedy Gonzales. Absolut. Ein kleiner Rennfahrer hier. Usain Bolt. Njong. Genau. Die Welt sieht schon beeindruckend aus, die Netherwelt. Da rennt ein Enderman rum. Ja, wenn es nur das ist. Eben. Oh, ein Mini-Zombie. Also, Mini-Pigman. Ja. Nicht Zombie. Hieß nicht Zombie. Blöde Sache. Nicht Zombie. Komm schon, lauf.
Schön weiterlaufen. Plopp. Plopp. Aber wenn ich schon hier bin, kann ich auch ein bisschen Netherrack mitnehmen. Jetzt höre ich schon wieder so einen Drecksgast. Das Blöde ist, dass ich jetzt wieder alle meine Level verloren habe. Das ist schade. Na gut, die Spitzhacke war ja schon verzaubert. Und da ballert direkt schon wieder ein Gast auf mich, ja ja. Ja ja, du kleiner Gast. Du garstiger Gast, du. Ich lauf weiter. So nicht. So geht es nicht. Ich will doch nur Diorit haben. Aber gut, das müssen wir jetzt bei uns irgendwo finden. Bin gleich da, dann können wir ein Schläfchen machen. Ein kleines Schläfchen. Ja. Zeit für einen Mittagsschlaf. Auf den gehen wir erstmal einen Schluck Kaffee. Ja, die Hühnerfarm hier. Gute Idee. Nicht umgesetzt. Und, oh, hier ist ein Loch. Und ich bin daheim. Und drin. Und im Bett. Ich auch. Sehr gut. So, lasst uns schlafen. Ja. So, Schläfchen vorbei. Erstmal ein Steak zum Frühstück reinhauen. Nicht wundern, wenn mein Pferd bei dir rumläuft. Okay. Mike, warum läuft denn dein Pferd hier rum? Ich muss erstmal einen vernünftigen Stall für den bauen. Mach schon. Au. Blub, 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 blub. Wie baue ich denn den Stall? Ich glaube, ich baue den so. Vernünftig. Das auch. Sehr gut. Ich glaube, ich weiß nicht, wie ich baue. Okay. Darf ich die kleine Weide hier nutzen? Welche kleine Weide? Wo vorher der Villager drin war. Ja, mach euch. Okay. Gönn dir. So, ich meine, da hinten gab es auch Diorit. Das werden wir jetzt mal untersuchen gehen. Ich hab auch noch 18 Diorit. Ja, ist schon mal ein Anfang. Hier waren wir, glaube ich, schon drin. Das riecht nach Diorit. Ja, ich glaube, hier war nämlich direkt das Gebirge, wo Diorit drin war. Ja, das sieht auch gut aus, das sieht auch gut aus. Und ich habe 5000 Mal versucht, irgendwelche Portale neu zu stacken. Ja, ist klar. Wir nehmen natürlich immer den einfachsten Weg. Weil warum einfach, wenn auch kompliziert geht? So, aber ich will erstmal irgendwie hochkommen. Plopp, plopp, plopp. Jo. Plopp, plopp. Tja, und hier drüben muss ja dann eigentlich irgendwo die großen, großflächigen Diorit-Großflächen existieren. Ja, Kohle nehmen wir auch mit. Mehr für die Experience als für die Kohle, aber hey. Wenn wir schon hier sind, ne, dann müssen wir das natürlich auch aktiv nutzen. Oh, hier sind Lamas oder Alpakas oder was auch immer das ist. Lama Alpakas. Lup, lup, lup. Habe ich noch irgendwas? Yep. Andesit. Guter Stoff. So, jetzt muss ich darauf achten, dass ich nicht wieder die Folge viel zu lange mache. Plopp.
So, kurz die Kohle mitnehmen. So sieht's aus. Da kann sogar dein Pferd mit rein. Ja, cool. Man kann das nicht dauernd abhauen, das ist gut. Ja. Aber gut, die Folge ist vorbei. Dementsprechend würde ich mal sagen, dir vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es dir gefallen hat, lass ein Like da, gerne auch ein Abo, Fragen, Wünsche, Anregungen wie immer in die Kommentare. Und morgen um 13 Uhr geht's weiter mit der nächsten Folge. Dir bis dahin eine wunderbare Zeit. Bleib gesund, hau rein und bye bye. Tschüss.